Sattel, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Prison Architect Going Green. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie immer haben wir viel zu tun hier. Die Zelle ist jetzt soweit fertig. Hier ist irgendwer anders reingekommen, warum auch immer. Wir haben zwar gesagt, das soll nur Hochsicherheit sein, ne? Wie kommen die an Äxte und sonst was? Aber gut, dass sie das sagen, weil damit dann Razzia, ne? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mir eure Kommentare natürlich durchgelesen. Vielen lieben Dank für die ganzen Tipps. Ja, ich habe das jetzt umgestellt, dass hier nur Hochsicherheitstrakt ist, dass hier alle rein dürfen, außer die super, super hohen. Ne? Das heißt, die dürfen nur noch hier rumlaufen. Die werden jetzt natürlich erstmal Randale machen, weil die nichts anderes haben als ihre Kantine. Aber da müssen wir jetzt dran arbeiten. Als allererstes zum Beispiel schon mal Strom hier, dass es mal weitergeht. Bis hier unten hin und hier lang. Hier dann auch. So, das brauchen wir. Wir brauchen Wasser, auf jeden Fall. Bis hierhin, sage ich jetzt mal. So, und so. Dit hier und dit. Wunderbar. Okay. Das ist alles hohe, ne? Das ist alles hohe, nicht höchste. Habe ich wieder was vertan? Hohe Sicherheitsstufe, guck. Alles hohe. Haben wir keine höchste? Doch, da unten. Höchste Sicherheitsstufe. Genau. Die stehen immer noch da rum. Wahrscheinlich stehen die jetzt hier rum, weil sie nicht mehr darüber kommen, weil ich ihnen gesagt habe, die dürfen hier nirgendwo hin. Dann müssen die Polizisten die da hinbringen. Oder sie verhungern. Dann haben wir wieder Platz. Was wir sowieso haben. Guck. Die sind alle... Ne? Die können hier auf den Hof und die können hier hin. Aber die sind hier nicht in den Zellen. Habe ich da irgendwas? Lass mal gucken. Es war unter Einsatz Benutzer definiert. Ich habe jetzt gesagt, dieser Sicherheitstrakt ermöglicht Ihnen Folgendes. Hohe Sicherheitsstufe, nicht höchste. Habe ich wieder verkehrt gemacht, guck. Höchste will ich, so. Und nicht die anderen. So. Genau, verkehrt auch gemacht. Hier soll natürlich nur die höchste hin, ja? Nicht hohe. Jetzt stehen die natürlich alle wieder hier drin. Die haben sie auch da reingebracht. Eigentlich dürften die auch gar nicht hier hinbringen, oder? Komme ich an die Tür. Entriegelt. Rumsdi-bumsdi, hier unten auch. Nochmal entriegelt. So, dass hier Wasser reinkommt und so. Und dann müssen wir da auf jeden Fall noch gucken. Das ist offen hier. Was habe ich denn da gemacht? Habe ich den hier gemacht? So muss das. So. Sehr gut. Die klauen echt alles aus den Gärten da. Die klauen alles. Es ist egal, ob du da Metalldetektoren hast oder nicht. Die klauen das. Fertig. Das ist echt... Aber gut. Genau, mach das mal weg, dass wir da weiterkommen. So, was haben die? Diese Zelle hat keinen Kantinenzugang. Warum? Diese Kantine kann nirgendwo essen. Das habe ich doch gemacht. Das war bei Versorgung hier, ne? Oder? Auch bei Logistik. Lieferung, Zellen. Hier, ne? Guck. Hier, dahin. So. Warum hat er das denn nicht gemacht? Komisch. Jetzt müsstet ihr aber wieder Kantine haben hier, Leute. So, jawohl, sehr gut. Und jetzt kommen langsam die ganzen schweren Jungs hier hin, so wie wir das wollten. Das ist super. Das ist super. Dann müssen wir hier jetzt noch das Parkett neu legen. Das fehlt noch. So und so. Passt. Sehr gut. Haben wir das? Hier oben auch noch. Was wollen die? Die wollen duschen. Die brauchen eine Dusche, siehst du? Muss auch noch ganz schnell machen. So. Da Parkett hin. Das heißt, jetzt geht's weiter hier. Dann machen wir hier mal. Klick, klick, klick machen wir. Nein, wir machen hier Gebäudebeton. Ach, planieren. Ich will hier. Oh, den machen wir weiter. Bis da unten hin. Und dann können wir hier mal eine große Dusche hinmachen, wo die duschen gehen können. Dass es mal weitergeht. Der ist quer da drin. Der müsste hier auch drin sein dann. Lass ihn mal laufen hier. Lass ihn mal laufen. So, was hat der? Fehlgeschlagen, sicher. Hinter mindestens einer Tür. Müsste aber sein. Hier ist doch wieder alles zu. Stell dich mal nicht so an. Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Neuerdings, das hier geht nicht. Wir brauchen eine Tür. Ist doch Blödsinn. Das ist doch Blödsinn. Wir müssen mal gucken, ob das wieder weggeht oder ob wir den wegmachen und wieder neu hinmachen müssen. Naja. So, habt ihr hier unten gebaut. Zugang benötigt. Das kriegen wir jetzt hin. Achtung, Wände abreißen. Bing, bing, bing. So, und dann können wir direkt hier, ne? Uns ranschleichen, machen das mal bis hier hin.
Wenn die da fertig sind. Komm schon, bau. Sehr gut, kann er direkt hier dran machen. Das gibt eine Monster-Mega-Mörder-Dusche für die Leute hier. Die Schmuggelware ist in diesem Gefängnis ist außer Kontrolle geraten. Die ist immer außer Kontrolle. Wir können machen, was wir wollen. Die ist immer außer Kontrolle. Große Menge an Schmuggelware. Werfen Sie einen Blick auf den Bericht über die in den letzten 7 Tagen gefundene Schmuggelware und ergreifen Sie Maßnahmen, weiteren Schmuggel zu unterbinden. Ja, wir können ja ergreifen, was wir wollen. Da ist immer Schmuggel. So, seid ihr fertig mit Bauen? Nein, noch lange nicht. Noch lange nicht, meine Freunde. Ihr müsst erstmal bauen hier und das Zeug wegbringen. Die wissen wahrscheinlich nicht mehr, wohin damit. Exporte voll. Ja, guck, sogar Häftlinge werden exportiert. Hast gesehen, ne? Den hier können wir abreißen. Der steht da rum und hat nichts mehr zu tun. Die zwei scannen hier. Das ist super. Alter. Alter, das hier ist auch uff. Einfach nur uff. Gut. Ah, die sind jetzt alle in der Verwahrungszelle, weil die keinen Platz haben, ne? Und nicht hier rein dürfen. Hier haben wir ja die Zellen frei. Das heißt, wir müssen den Zellenblock gleich erweitern. Auf jeden Fall. Machen wir dann auch. So, aber erstmal kommt die Dusche jetzt. Jetzt brauchen wir den Boden hier planieren. Wände abreißen. 1, 2, 3, 4. So, dann können die direkt wieder versuchen, hier abzuhauen, ne? Wollen sie garantiert, wetten wir. Sehr gut. Wände und Türen. Nee, Objekte brauchen wir. So, wo sind sie? Abfluss. 4 Stück. Dann brauchen wir Böden. Natürlich wieder wunderbaren gepolsterten Boden. Nein, weiße Fliesen nehmen wir. So. Dann nehmen wir Räume. Machen wir jetzt erstmal Dusche. Formfeld, Laden, Dusche. Hier kommt eine Dusche rein. Bitteschön. Da können die Duschen schon mal ihre ganzen Grundbedürfnisse erfüllen. Fehlgeschlagen, Duschkopf. Okay, wo ist der Duschkopf? Hier, haben wir außenrum. Lustigerweise ist die offen, ja, ne, überall. Freiluftdusche, aber psp, hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen, ich weiß nicht, was du meinst. So, Handtrockner, nein, eine Duschstange, da könnten wir Sachen dran anbringen. Oh, mal so, dass wir eine... Oder auch nicht. Mach weg. Ich hätte die gerne länger als Wand. Das ist ja... Ugh. So, machen wir Duschkopf dran. Da, da, da und da. Das geht so. Tatsache. Dann machen wir das jetzt immer so. Gucken wir mal, dass es mal ein bisschen schöner ist. Und dann immer nur ein Duschkopf da in die Mitte. So. So. So und so. Andersrum genauso. Da lassen wir mal einen frei. Alles so rum. Ja, sehr schön. Einen frei und dann hier hoch, ne? Müsste das. Okay, wir lassen keinen frei. Er müsste dann hier hin und hier hin und Ede macht wieder alles grün und schief, hätten wir. Garantiert. Ich kenne mich. Nein, nein, hier. So, das sollte erstmal reichen. Müssen wir halt nur die Duschstangen in die Mitte machen. Immer. Dass das ordentlich aussieht. Und dann können wir da halt ganz in Ruhe hier noch ein bisschen mehr bauen, wenn es sein muss. Hier erstmal wieder Einsatz reinmachen, ne? 2 Leute, so. Dann brauchen wir Wasser. Da freuen die sich über eine schöne große Dusche. Die geht bis hier hin. Einmal so. Einmal so. Einmal so. Hier durch. Ich glaube, ich warte, bis die alle fertig sind. Sonst, ja. Ne? Ich hoffe, wir können es am besten einfach so machen, damit Ruhe ist. Dann haben wir es hinter uns und auch alle abgedeckt, weil sonst habe ich sowieso wieder irgendwen vergessen. Ich kenne mich ja. Oh, 3 Todesfälle. Wo kommen die denn nur her? Einfach bam, bam, bam da durch. Wo? Wo ist der Aufstand? Ah, hier.
Natürlich hier, wo auch sonst. Razzia, nö. Wo haben wir die? Hier sind die Notdienste. Kommen sie mal her. Rein hier. Aber ganz schnell. So, es geht bitte aufs Maul. Oh, Ruhe hier. Genau, er kommt einfach mit der Knarre, weißt du. So schafft man auch Platz im Gefängnis. Kein Problem. Können wir gleich gucken. Personal. Haben wir wieder Platz für 8 neue Polizisten. Siehst du? Bewaffnete könnten wir auch noch hier reinpacken. Ärzte brauchen wir wieder 2, 3, 4. Hundeführer haben wir 10. Scharfschützen haben wir. Da müssten wir auch noch ein paar einstellen. So. Steht hier mit dem Scharfschützengewehr in der Dusche. Alter Falter. Unglaublich, die Leute, ne? Unglaublich. Unglaublich. Wie hier alle vermöbeln immer weiter. Warum auch immer. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung warum, aber bitteschön. Wenn ihr das so wollt. Dann machen wir natürlich auch nochmal eine Wachpatrouille hier. Ja, so. Für einen Bewaffneten. Immer gerne. Freier Schusswaffengebrauch, kein Problem. So, und wir, ihr werdet hier sauer. Was ist da schon wieder los? Klingelingeling. Cashflow, Exporte, Ladenumsatz, Sitzung aus Besserungsprogramm. Ah, da kriegen wir auch noch hin. So, die können wieder nach Hause fahren. Die sind eh alle tot. Ist nur noch einer da. Das ist der hier drin. Auf Patrouille mit seiner Pumpgun. So muss das sein. So, da haben die schon mal eine Dusche. Die können essen. Im Hof haben sie auch. Guck, der funktioniert auf einmal wieder auf wundersame Weise. Sehr gut. Was ist hier hinten los? Genau. Das haben wir. Dusche ist da. Das heißt, wir gehen jetzt mal hin. Schnelles Bauen. Klon. Kann ich das hier alles genau so klonen? Das wäre super. Und einfach nochmal hier so dran. Geht das? Ich habe das jetzt Wand an Wand. So, das müsste eigentlich passen. Aber eher da oben, ne? Nicht schräg, sondern so. Verdammt, lass doch mal weg. Wir brauchen die hier. So, die Wand muss mit. Die Wand muss mit, sonst ist da oben ja alles offen. So, setzen wir den nochmal hier dran. Bitteschön. Ich hoffe, ich habe jetzt nirgendwo einen Fehler gebaut. Wir werden sehen. Hier wirst du wahrscheinlich die Mauer drin haben. Aber jetzt geht's los. Nein, sie machen sie weg. Jetzt werden nur die ganzen Gefangenen abhauen, siehst du? Lauft, ihr seid frei. Lauft. Das war wieder sehr clever. Das war wieder sehr clever. Aber es funktioniert. Sie haben eine Dusche. Super. Die sieht aus wie Sau. Genau, Consuelas. 58. Auch schon wieder 2 tot. Dass die Wachen schon wieder 2 tot. Alter. In diesem Gefängnis herrscht eine sehr große Fluktuation, muss ich sagen. So, einschließen. Sofortverriegelung aller Gefängnistüren. Schicken Sie alle willigen Häftlinge zurück in ihre Zellen. Wenn Sie sie zu lange eingesperrt lassen, werden Ihre Häftlinge wütend. Aber viel wütender können sie nicht mehr werden. Guck mal. Wurden kürzlich grundlos durchsucht. Grundlos, das nennt man Razzia, mein Freund. Grundlos durchsucht. Pff. 74 sind in Warteschlange für Einzelhaft. Da müssen wir dringend was tun. So, was haben die hier alle? Clothing. Ja, ist doch Wäscherei hier. Müsst ihr mal verteilen. Stinken die Klamotten, oder was? So. Lalalalalala. Die sind eingesperrt, da wird gebaut. Super. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber die dürfen hier nicht mehr arbeiten oder so. Wetten mal, ich habe da bestimmt wieder irgendwas, irgendwas verkehrt gemacht. Einsatz hier. Wer darf denn hier rein? Lass mal gucken. Blau. Schwarz. Das Todestrag darf rein. So, dürfen die auch wieder in die Wäscherei. Dann kann ich das einfach wegmachen, dass jeder... Machen wir das mal weg, dass jeder da rein darf. Dann gucken wir mal, wie das klappt. Unterrichtsräume und so, alles katastrophal gemacht. Wir gucken gleich mal, ob die dann wieder saubere Wäsche bekommen. Können wir mal gucken, was sie für Bedürfnisse haben hier. Familie, Training, Hygiene, Sicherheit, Nahrung, eigentlich alles. Luxusgüter, die dürfen ja nichts hier. So. Eigentlich müsste ich ja nur Folgendes machen. Guck mal, Einsatz, Benutzer definiert. Wir machen das hier mal alles weg wieder, ja, guck. So, mache ich alles weg. Außer den Flur hier, ja. Den machen wir jetzt gleich mal extra. So, das heißt, jeder darf hier rein, ne? Auch in die Kantine. Nur hier den Flur, den machen wir mal weg.
das auch den Laden. Dann dürfen die überall rein und ran und ran. Ja auch. Die kommen ja nicht hier durch. Hier darf nur Personal rein. Und jetzt sage ich, wählen Sie bitte, welche Sicherheitsstufen diesen benutzerdefinierten Bereich betreten dürfen. Die niedrigen dürfen. Die normalen dürfen, die hohen dürfen, schutzhaft, Todestrakt, psychisch krank. Alles außer die höchste Stufe darf diesen Trakt hier betreten. Das heißt, die höchste Sicherheitsstufe hier hinten kann jetzt nicht mehr rübergehen. Die dürfen hier nicht rein. Das heißt, die kommen ja auch nicht mehr an die Sachen dran. Ne? Dementsprechend dürfen sie da nicht rumlungern. Es sei denn, sie werden vom Polizisten hier in Einzelhaft gebracht. Wobei die später auch noch ihre eigene Einzelhaft kriegen. Aber wir brauchen jetzt erstmal genug Zellen für die Kollegen, damit die hier dann nicht ausrasten. Und hier sind immer noch Höchste drin. Und, hohe und keine Höchste. Aber ansonsten nur Höchste hier. Die ganzen Verrückten. Die Irren. Alle am Pennen. Außer er will nicht pennen. Sleep. Kandraschenkov. Was ein Name. Was ein Name. Okay. So. Da werden wieder 41 eingeliefert. 10 Höchste, 10 Hohe, 10 Normale, 11 Niedrige. Die armen Niedrigen, sage ich nur. Die armen Niedrigen. Die sind noch am Wuseln. Sehr gut. Fehlen da noch Sachen? Da fehlen noch Sachen. Die sind noch nicht fertig. Das ist nicht gut. Die werden jetzt alle wieder abhauen. Wetten wir. Ne? Oder was meckern sie? Die haben jetzt natürlich nichts, ne? Drugs und Sleep. Weil Einzelhaft und so fehlt ihnen auch noch. Was ist hier? Bett, Schaummatratze, bequemes Bett, altes Bett, Toilette. Alles brauchen die. Also die sind noch gut bedient hier. Die müssen noch jede Menge machen. So, wir brauchen auch wieder einen neuen Raum hier, der die Türen automatisch bedient. Was ist hier? Ach, die werden alle durchsucht. Okay. Alles klar. Da ist der Besuch. Die kriegen auch einen eigenen Besuchsraum hier. So, die müssen halt alles einzeln haben. Ne? Das wäre eigentlich mal eine coole Idee, das dann so zu bauen, dass jeder Trakt, ja, also normal, mittel, hoch, sehr hoch und so weiter, dass die alle ihren eigenen Trakt haben. Das könnten wir eigentlich mal machen. Dann ist das hier unser Anfangs-Chaos-Ding und dann fangen wir jetzt hier mit dem höchste Sicherheit an. Irgendwann tun wir dann erweitern, dann machen wir hier oben einen nur für hohe. Und dann kommt da noch einer für mittlere und für niedrige, ne? Und so weiter und so fort. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. So, dass wir praktisch nicht eins, sondern vier oder fünf Gefängnisse zusammen zu einem großen machen. Und jedes Gefängnis für sich immer so ein Trakt ist für die jeweiligen Leute. Meine Güte, gib mir doch hier die Gefängnistür. So, ich will nur diese Gefängnistür hier entriegelt, bitteschön. Dass die immer rein und rauskommen. Es nervt. So, das haben wir, die stehen alle noch hier drin, die kommen nicht raus, ne? Was ist denn hier schon wieder los? Ah, hier. Die testen ihre neuen Taser. Okay. Guck mal, wie das direkt wieder runtergeht, wenn die überall dran dürfen. Das ist nur die Frage. Häftlingseinlieferung, Häftlingseinlieferung. Rennen hier irgendwo, außer in den Verwahrungszellen, oder in der Verwahrungszelle, rennen hier irgendwo höchste Sicherheitsstufe rum? Nein, ne? Ich sehe keine. Haben wir ja schon mal gut gelöst. Also die dürften jetzt eigentlich nicht mehr da rumrennen. Da sind sich ein paar Duschen. Bitteschön, hier wird noch gebaut. Vorausgesetzt, die Bauarbeiter trauen sich dahin. Oh, schon wieder drei Polizisten. Wow. 60, 20, 14 von 20. Bauarbeiter haben wir 50. Das reicht auch. Sehr gut. Also dieser Trakt hier, der macht mir am meisten Spaß. Da ist immer was los. Hier ist immer was los. Immer. So, wie viele Tote hatten wir jetzt heute schon? Wenn man alles zusammenrechnet. 30? 40? So ungefähr. Immer Randale, ey. Aufstand in der Dusche. Aufstand in der Dusche. Ich würde sagen, ich lasse die jetzt hier fertig bauen. Ja, wir haben das ja jetzt geregelt. Dank deiner Hilfe, ja, und den Kommentaren. Die haben eine neue Dusche. Die dürfen jetzt nicht mehr drüben rein. Das heißt, die brauchen alles selber hier. Das werden wir natürlich Stück für Stück bauen. Aber erstmal kommen die Zellen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn du noch Ideen hast, hau sie in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V.